Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Und heute haben wir wieder ein, zwei Themen, die wir besprechen können. Und unter anderem sind wir wieder unterwegs auf Welt 56, wie man unter mir schon schwer erkennen kann. Wir sind mittlerweile Stufe 51 und wir müssen hier jetzt erstmal an dem Gildenangriff und sowohl auch der Verteidigung teilnehmen. Der Geburtstag steht vor der Tür, 13 Jahre Shakes and Fidget. Wenn ihr mein Video nicht dazu schon gesehen habt, lohnt sich Shakes and Fidget im Jahr 2022. Empfehle ich euch, das auch nochmal anzugucken. Jedenfalls, heute ist der Geburtstag von Shakes and Fidget, beziehungsweise gestern. Good morning, Glenn! Zur Feier des Tages erwartet dich ein ganz besonderes Geschenk. Schau doch mal auf Instagram oder Facebook vorbei, es lohnt sich. Es ist halt Happy Birthday als Code. Dann kriegt man halt ein schönes Epic. You tell us something your mom doesn't know. Das wäre dann, das habe ich hier schon leider weggeschmissen, weil es bedauerlicherweise schlechter war. Das kann ich euch mal hier zeigen. Ja, schon abholen. Das ist der Ring des Flaschenköpfers, den man dann bekommt beim Happy Birthday Event. Falls ihr das noch nicht wusstet, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das schon wusstet. Erstmal sich einen Goldbarren reinschieben. Ja. So, einmal zur Festung. Da muss ich einen Edelstein suchen und mal den Steinbruch aufleveln. Oh ja, direkt mal hier Kampf durchziehen. Zack. Ein bisschen Daily Stuff erstmal machen. Dann kann ich auch den Gegner einmal. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich zweimal gewechselt. Naja, passiert. Kann man nicht ändern, ne? Ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ja, jedenfalls am Wochenende werde ich zusammen mit Dorza das ein oder andere Techtelmechtel haben, wollte ich schon fast sagen. Denn, wie ihr unschwer an dieser wunderschönen Kamera erkennt, ich habe dazu ein Bibel Mini heute veröffentlicht, wo ich das ausgepackt habe. Probiert habe ich das auch schon, aber dazu wird dann halt auch nochmal ein Q&A kommen, das by the way morgen rauskommt. Ihr habt mir ja vorgestern ein paar Fragen gestellt, die ich natürlich beantworten werde und seid mal gespannt so. Ja, seid mal gespannt so. Ich freue mich auf jeden Fall mega, diese ganzen Fragen zu beantworten, auch wenn da teilweise echt geisteskranke Fragen wie dabei sind, wo ich noch überlegen muss, wie ich die am besten beantworte. Freut euch also auf morgen zum Q&A um 18 Uhr. Nichtsdestotrotz müssen wir hier heute hier ein bisschen wieder in der Arena rumgurken. Da mal schauen, dass wir hier jemanden platt machen. Eventuell machen wir die Michael platt. Oh, oh, die macht mehr Schaden als wir. Wenn ich einen Crit raushau. Oh, knappes Ding, knappes Ding. Der Crit hat's halt wieder gerettet. Und ja, ein Zauberladen vielleicht. Mal gucken, ob ich da irgendwas Interessantes finde. Ich habe hier halt überall Glückssteine. Die brauche ich gar nicht. Ich glaube, das kann ich auch mal ersetzen. Ich habe hier einen Glücksstein drin. Aber den kann ich ja jetzt mit Intelligenzstein austauschen. Aber das überlege ich mir noch. Spielen wir erstmal Alu. Ich bin mit den Brüdern, wenn es laut ist. Ja. Zeig nicht deinen Sound, ich find ihn traurig. Ja. Komm vorbei, Junge, trau dich. Krasser Rapper, aber nein, ich glaub nicht. Ey, ich bin mit den Brüdern, wenn es laut ist. Ja, zeig mir deinen Sound, nein, ich find dich traurig. Ey, komm vorbei, Junge, trau dich. Du bist krasser Rapper, aber nein, ich glaub nicht. Ey, Gold Chain und die Schuhe weiß. So, da die alle durch ist, müssen wir jetzt auch nicht. So, da die alle durch ist, müssen wir ja jetzt auch keine Abenteuerlust mehr spielen. Und morgen kommt dann auch der Legendary Dungeon. Und ich wage mich zu erinnern, dass Dorza schon auf einem Server spielt, wo der Legendary Dungeon heute schon rauskommt. Deswegen empfehle ich euch, heute bei ihm nochmal vorbeizuschauen. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr er ungefähr anfängt zu streamen. Ich glaube 14, 15, 16, 17 Uhr. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn das Video draußen ist, müsst ihr einfach mal vorbeischauen bei ihm. Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Denn der testet heute den Legi Dungeon aus, so wie ich es verstanden habe. Wenn ich Bullshit erzähle, ich werde natürlich im Cut nochmal gucken, dann steht jetzt hier, dass ich ein Idiot bin. Long before time had a name, the first Spinjitzu Master created. Dann müssen wir natürlich nochmal, wie es sich auch gehört, mal in den Dungeon gucken. Abscheulicher Dämon Stufe 66, 76, 68 und 2. Okay, der 66er müsste eigentlich fallen, rein hypothetisch. Wir sind recht gut equipped. Würde ich mal behaupten, das Glück ist gegen unserer Seite. Und es scheint mir so, als wäre es gegen uns. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier schön eine Scherbe reinknüppeln. Dann ein bisschen einen Ausdauer skillen. Und dann müssten wir, können wir mal einen Pilz investieren, ne? Und den Rest werde ich dann einfach wieder an Alu knüppeln. Das müsst ihr euch dann aber nicht antun, denke ich. So, du Dämon. Ja, ein klassischer Kampf, gut gegen böse. Wie schön, dass du die letzte Seite so würdig und siegreich vertreten hast. Ich bin böse? Excuse me, what the fuck? Okay, ich akzeptiere das. Ja, wie sieht es eigentlich mit drei Tieren aus? Oh, ich habe nur noch 3 Tage den Greifendrachen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, das Festungspaket, das könnte man sich ja holen, rein hypothetisch, ne? Aber dann wäre es ja kein Free-to-Play-Account mehr. In den anderen gucken wir mal im Stream später noch. Ich bin am Überlegen, ob ich heute streame. Ich habe da schon wieder Lust zu. Ich habe ja auch gestern Nacht noch New World gestreamt, weil ich ein bisschen Eisen farmen wollte. Das habe ich dann auch nochmal ganz spontan getan.
getan. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Da waren ein paar von euch auch wieder mit dabei. Ein Reupload dazu habe ich auch schon hochgeladen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten das ein oder interessante Thema. Skippt da einfach mal ein bisschen durch. Ihr könnt euch das am besten anhören wie so einen kleinen Podcast, so für nebenbei. Es war wirklich sehr, sehr entspannt. Wir haben unter anderem über Drogen gesprochen, was meine Meinung zu Drogen ist und wie ich das Konsumverhalten von vielen finde. Ist ja recht obvious, aber wenn euch das interessiert, guckt einfach das letzte Video an zum Twitch-Reupload und schreibt mir dann in die Kommentare, was eure Meinung zu Drogen ist oder was ihr generell von Alkohol haltet. Das war's uns aber auch heute von mir für euch. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen unterhalten können. Wie immer, der tägliche Daily Stuff. Seid gespannt auf die nächsten Tage. Wie gesagt, das sage ich öfter mal. Es sind noch krasse Dinge ongoing. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Q&A. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie jetzt in die Kommentare. Denn jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, dass ich sie bis morgen beantwortet habe. Und die dann ins Video kommen. Ja, haut rein. Ciao.